nicht genügend Energie. Hatte ich auf. Wunderbar. Jetzt er wenigstens halbwegs wieder heile. Superiös. Weil umso mehr Einheiten man auch hat, umso mehr Schusskraft und so weiter. So, da haben wir die Fabrik. Also er produziert scheinbar noch. Meine Fabrik hat ja schon gesagt, nö, wegen Überfüllung geschlossen oder so, keine Ahnung. Sie produziert ja irgendwie komischerweise nichts. Was noch gut wäre, wäre vielleicht, dass man die Fabrik oder so während des Kampfes hier irgendwo anwählen könnte. Finde ich zum Beispiel. Gab es bei Command & Conquer zum Beispiel auch, dass man hier an der Seite diese Dings hatte. Hier wäre auch noch Platz dafür, dass man hoch und runter scrollen kann und dann direkt Einheiten auswählen, die man nebenbei produzieren kann, während man hier schlachtet. Enemy units incoming from multiple directions. Let's return to base immediately. Okay. Wir sollen zu Base zurückkommen. Weil die wird jetzt wahrscheinlich wieder angegriffen. Bisher ist es recht ruhig. Tell me the plan. Meine Einheiten sind unter Beschuss. So, wir haben einen Erfolg wieder freigeschaltet. Mist. Wollte ihn gerade reparieren, da ist er kaputt gegangen. Jetzt kommen sie übrigens von allen Seiten, das was ich schon dachte. Aber wir kriegen natürlich auch wieder Unterstützung. Okay, hallihallo. Let's do this, genau. Da kommt unsere Unterstützung und... ja. Ja, vielleicht angreifen, so... By the way. Tell me where to go. Consider it done. I'll do that. Die laufen aber auch wirklich hier alle kreuz und quer und keiner hat einen Plan, wohin. Das ist immer lustig. Victory! Jawohl! Da gibt es auch eine schöne Statik. Statistik. Statik, ja. Zu Statik kommen wir in anderen Spielen. Aber diese Gebäude sollten ja auch statisch geprüft sein oder so. Ja, gut, das ist ja noch annehmbar. 128 Einheiten vernichtet und 21 verloren. Aber, ja, so sollte das auch sein. Startet die Mission neu. Fortsetzen, würde ich sagen. Hier. Also. After searching through the database of that outpost, I found a map of the surrounding sectors. It shows a significant amount of outposts between us and the origin of Catherine Morgan's transmission. We can stop at a few of those outposts and mine some shardium so we can refuel the ship. Aha. Also sie haben eine Karte gefunden und die zeigt ganz viele verlassene Außenposten. Warum auch immer. Any clue as to why our detection systems were not working? Part of our detection system was offline. That's why I didn't pick up any life signatures on the surface. Aha, interessant. Okay, why was it offline? I can't say for sure until I investigate further, but most likely explanation is that someone on board had turned it off on purpose. Jemand an Bord. Also wir haben einen Verräter an Bord. Ja, da steht es auch ein Verräter. Frage Ausrufezeichen. There can be other scenarios. Could just be a malfunction. Maybe that's all. I'll keep looking into it. Es könnte natürlich auch eine Fehlfunktion sein.
dass jemand auf den Ausschalter gedrückt hat. Klar, ist klar. I uploaded the map to our server. It should be available in the map room now. Gut. Rede mit Donovan. Ja, jetzt weiß ich eigentlich nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Simulationen sind nun verfügbar. Okay, was simulieren wir denn? Kartenraum. Gehen wir doch mal in den Kartenraum hinein. Starte Mission. Starte Mission, okay. Ich würde sagen, das mache ich gleich nach einer kleinen kurzen Pause. Und danke natürlich schon mal fürs Zuschauen und ja, hoffe doch, dass ihr auch ein wenig gespannt seid, wie es weitergeht und tja, ihr den Verräter natürlich finden hier, der hier sich an Bord rumschleicht. Das ist auch der Typ, der hier die ganze Zeit im Karree rennt. Ich weiß es nicht, wir werden sehen, also denn, see you later.